Hallo zu meinem ersten Videoscreencast. Viele haben mir nach meinen Tutorials geschrieben, dass man doch das vielleicht als Videopodcast anbieten sollte. Das probieren wir jetzt einfach mal. Und was wir heute machen wollen, ist die bombige Sache. Dafür brauchen wir eine entsprechende Schriftart. Die habe ich mir bei www.blambot.com besorgt. Dort findet ihr unter der Kategorie SoundFX die Schriftart Badaboom. Die erschien mir als am geeignetsten. Wenn ihr sie heruntergeladen habt, könnt ihr sie mit den Mitteln eurer Distribution installieren und dann auch Inkscape starten. So, wir beginnen, indem wir uns in der Werkleiste das Werkzeug Polygone und Sterne erstellen wählen, zeichnen einfach einen Stern. Hier oben in der zweiten Leiste unter den Dateieinstellungen finden wir die Feineinstellung für das jeweilige Objekt. Und hier unter Ecken geben wir jetzt dem Stern erstmal mehr Ecken. Ich habe mich hier für eine Anzahl von 11 entschieden. Die Anzahl sollte eine ungerade Anzahl sein, zwischen 7 und 11 etwa. Ja? So, hier an dem Knotenpunkt können wir die Sterne noch ein klein wenig verändern. Das geht schneller, als wenn wir es oben mit der Abrundung etc. machen. So, danach sollte unser Stern in etwas so aussehen. Dann selektieren wir den Stern. Bei der ersten Selektion erscheinen diese Pfeile und ziehen es einfach ein klein wenig in die Breite. Danach wandeln wir das Objekt in einen Pfad um. Das finden wir unter Objekt, unter Pfad, Objekt in Pfad umwandeln. Der Effekt ist folgender: Wir hatten es gerade gesehen. Normalerweise haben wir zwei Knoten, wenn es ein Objekt gewesen ist, wo wir die Strahlen des Sternes verändern können. Jetzt haben wir viele, viele Knoten und die bearbeiten wir jetzt. Dafür gehen wir einfach mal ein kleines bisschen näher ran. So, wir selektieren jetzt immer die inneren Knoten des Sterns. Wir können das alle einzeln machen, aber auch alle zusammen. Mehrere Dinge kann man immer selektieren, indem man die Shift-Taste drückt hält. So, dann finden wir hier, wie gesagt, in den Werkzeug-Einstellungen eine entsprechende Einstellung, die heißt gewählte Knoten symmetrisch machen. Die drücken wir jetzt und schon sieht unsere Explosion eigentlich relativ fertig aus. Jetzt färben wir sie ein wenig entsprechend, wie wir sie später ungefähr schon haben wollen. Dafür wähle ich mir immer aus der Grundfarbe hier unten schon mal die Farbe, die dem am nächsten kommt. Dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass man mehr mit Farbverlaufsfüllungen arbeiten sollte, als man normalerweise denkt. Auch wenn es nur ganz, ganz hochfeine sind, Farbunterschiede, das gibt der Grafik am Ende mehr Lebendigkeit. Ich finde, hier ist eine radiale Farbverlauf das passende. Und den Farbverlauf passen wir jetzt gleich an. Im Zentrum geben wir ihm ein ziemlich helles Gelb und im Außenring so. Vielleicht nicht ganz so. Das können wir hier mit dem Werkzeug Farbverläufe bearbeiten und erstellen, noch ein klein wenig verfeinern. Ups, das war jetzt daneben geklickt. So. So, ganz so exakt brauchen wir es im Moment noch nicht machen, weil nachher müssen wir das wahrscheinlich sowieso nochmal anpassen. Dem Ganzen geben wir jetzt noch eine Konturlinie, damit das comicartiger aussieht. Was die Stärke der Konturlinie betrifft, da kann ich jetzt keine genauen Daten geben, weil das echt von der Größe des Sterns, den ihr gezeichnet habt, abhängt. So, bei mir ist es jetzt 1,092, ja, vielleicht ein kleines bisschen noch. Ja, so sieht das schon relativ gut aus.
So, dann geht es weiter. Wir wählen das Werkzeug Schriften erstellen. Schreiben das Wort Boom mit 3o. Gehen auf die Schriftfamilie etc. einstellen. Wählen uns natürlich unsere soeben installierte Schriftart bei Boom. Wenden das an. Ziehen das einfach zum Arbeiten klein wenig größer. So, passt natürlich noch nicht so. Ist gerade, nee, passt nicht in unsere Expression. Also müssen wir diese Schriftart verändern. Das geht allerdings nicht so ganz so einfach, weil jetzt ist es noch ein einfaches Textobjekt. Also wandeln wir dieses Textobjekt in einen Pfad. Jetzt hätten wir hier viele Knotenpunkte, die wir bearbeiten können. Nützt uns allerdings noch nicht allzu wenig. Wir brauchen die Buchstaben einzeln. Dafür zerlegen wir diesen Pfad. Nicht erschrecken. Ich habe jetzt auch die inneren Kreise bei den O's zum Beispiel mit zerlegt. Also die sind noch da. Ja, hier. Bei der 47er Version zerlegt er die Buchstaben in normale Buchstaben. Hat seine Vor- und aber auch seine Nachteile. Dann wird wir wieder aus dem O ein O machen. Selektieren wir das Innere und das Äußere. Hier einfach wieder die Shift-Taste gedrückt halten. Und über Pfaddifferenz können wir das Innere vom Äußeren subtrahieren. Das geht auch, indem wir Steuerung minus drücken. So, dann haben wir alle Buchstaben einzeln. Wir können sie ein kleines bisschen auseinanderschieben, einfach nur, damit wir Platz haben zum Arbeiten. So, was ich mir so vorstelle, ist, das so halbkreisartig in diese Schrift zu bringen. Und das zentrale O, was in dem Falle das hier wäre, soll ein klein wenig größer sein. Dafür tun wir jetzt erstmal den Pfad erweitern. Das ist einfach dreimal, denke ich. Und dann ziehen wir das noch ein bisschen in die Breite. So. Ja, ich denke, und ein bisschen in die Höhe. So. Das hier spiegeln wir einfach, damit es genau seitenverkehrt zu dem anderen ist. Drehen ein bisschen und setzen das so hier zusammen. Auch das drehen wir. Müssen wir auch ein kleines bisschen drehen, ja, so, denke ich mal. Beim M wird es jetzt ein kleines bisschen komplizierter, weil da es stört im Endeffekt. Aber das ist kein Problem. Ja, es passt einfach irgendwie nicht dazu. Lösen wir ganz einfach, indem wir hier die Knoten setzen, das bisschen nach oben und das nach unten. Ja, das nach unten. Das nach unten, hier unten dasselbe. Ja, ich denke, das passt so. Dann tun wir alle einzelnen Pfade, die wir jetzt haben, zu einem Gesamten wieder vereinigen. Das machen wir, indem wir einfach alle selektieren, indem wir hier ganz einfach ruckzuck einen Rahmen drumherum ziehen. Und dann geht das über entweder Pfad, Vereinigung oder Steuerung Plus. Danach geben wir dem eine neue Farbe. Auch hier arbeite ich mit einem Farbverlauf, aber erstmal wähle ich hier unten ein Grau aus. Dann bearbeiten wir diese Füllung, wählen hier einfach einen linearen Farbverlauf und den bearbeiten wir jetzt und den anderen Knotenpunkt setzen wir ganz einfach auf schwarz, voll sichtbar. Dann versetzen wir die Endpunkte des Farbverlaufes, indem wir hier auf das Werkzeug Farbverläufe bearbeiten und erstellen gehen und setzen die Knotenpunkte so. Ein wenig. So.
dem Ganzen gehen wir jetzt auch wieder an die Kontrolllinie. Auch hier müssen wir die ein klein wenig anpassen. So. Ja. Von dem Ganzen machen wir uns dann einfach mit Steuerung D eine Kopie. Die färben wir einfach in schwarz. Gehen wieder auf die Farbeinstellung. Geben dem Ganzen eine Unschärfe. Ich denke mal, wir geben eine Unschärfe von 3. Und die Objektsichtbarkeit setzen wir auf 50% herab. Dann versetzen wir das ein klein wenig nach unten. So. Und drücken die Bild-Up-Taste, damit wir das in der Ebene unter unsere Originalschrift setzen. So. Dann tun wir beide gleichzeitig selektieren. Steuerung G oder Objekt kopieren. Ja. Dann haben wir sie zusammen in einer Gruppe und können sie zusammen skalieren und selektieren. Skalieren wir ein kleines bisschen kleiner, so zum Arbeiten schon mal. So, was jetzt hier der Grafik noch fehlt, sind die Bewegungslinien. Das machen wir ganz einfach, indem wir uns eine Beziehungskurve erstellen. Das geht ganz einfach. Wir wählen das entsprechende Werkzeug, klicken irgendwo in eine freie Fläche, halten die linke Maustaste gedrückt, ziehen ein wenig, lassen sie los und malen dann die entsprechende Kurve. Das muss nicht genau aussehen, weil wir das jederzeit uns ja anpassen können. Jetzt gehen wir dafür ein klein wenig näher. Sieht, ich habe hier einen Knoten zu viel gesetzt, das ist aber alles kein Problem. Das passen wir uns jetzt entsprechend an, indem wir nämlich aufs Knotenbearbeitungswerkzeug gehen, selektieren den Knoten, den wir gar nicht brauchen, drücken die Entferntaste, schon ist er weg. Und jetzt setzen wir uns einfach die Knoten so an unser O, wie wir sie brauchen. Hier können wir die Kurve dementsprechend anpassen. Davon machen wir uns mit Steuerung D wieder einfach eine Kopie. Setzen die höher und passen die Knoten wieder an, und indem wir sie einfach ein kleines bisschen verschieben und dann hier wieder absetzen. So. Die Linienstärke entspricht jetzt genau der Linienstärke, die wir vorhin benutzt haben für unsere Schrift, ist hier in dem Fall zu stark. Also passen wir es ein klein wenig an. Ja. Dann machen wir eine Kopie davon. Die verschieben. Ja, das war toll. Verschieben wir einfach hier unten hin, spiegeln sie mal und drehen sie entsprechend. Wenn wir Glück haben, passt sie exakt schon so, dass wir nicht mehr viel machen müssen. Das ist in dem Fall so. So. Und schon wäre unsere Explosion eigentlich fertig. Was mir hier noch nicht so gefällt, ist die Fläche. Wir versetzen uns einfach mal in den inneren Knoten ein bisschen rein. So. Ich denke so,
könnte unsere Explosion eigentlich aussehen? Ja. Rahmen drumherum ziehen, gruppieren. So, was wir jetzt machen, ist einfach ein Viereck zeichnen. Das dürfte jetzt schwarz und 50% durchsichtig sein. Jawohl. Das ziehen wir einfach hier oben drauf. Passen das in der Größe ein bisschen an. Die Ecken vom Stern können ruhig ein bisschen rausgucken. Das macht hier gar nichts. Dann geben wir dem die entsprechende Farbe. Bei mir wird es ein blau-grau. Mit der Ende-Taste setzen wir das Ganze nach unten. Ich denke mal, wir sollten alles mal ein bisschen vergrößern. Man sieht. So. So. Die Konturlinie brauchen wir hier an der Stelle noch nicht. Die Füllung bearbeiten wir jetzt, indem wir hier so blau-grau. Ja. Ich denke mal, das ist es. Nehmen. So, jetzt haben wir hier oben in den Objektfeineinstellungen die Größe des Objektes auch gezeigt. Hier die Breite und auf der anderen Seite die Höhe. Das passen wir jetzt einfach mal an, indem wir hier einfach gerade Zahlen draus machen. 93. Jetzt brauchen wir ein kleines wenig Hilfe von GIMP, den habe ich schon gestartet und wir bauen uns ein Bild in genau der Größe, 393, okay. Dann wählen wir unter Filter, Rendern, den Filter Linienexplosion. Hier tun wir die Linienanzahl herabsenken, Radiusversatz können wir so lassen, die Zufälligkeit ist die Länge der jeweiligen Linien. Die machen wir ein bisschen zufälliger, setzen wir hoch auf 50, drücken OK. Und dann sehen wir, das ging schon mal nicht. Rückgängiglinien, Explosion. Also es würde gehen, aber der Perfektionist in mir. Den nehmen wir einfach ein bisschen herab. Dann wird es ja noch schlimmer. Also herauf. Bilder. 20, okay. Es kommt immer ein klein wenig auf die Größe des Bildes an. Speichern. Explosion.png. Das war's dann schon. Dann können wir den GIMP schließen. Gehen zurück in unsere Grafik und importieren jetzt die entsprechende Grafik, die wir gerade erstellt haben. Explosion 1 war das bei mir. Das ist diese. Die ist jetzt hier exakt genauso groß wie unser Bild. Damit wir die allerdings anpassen können, ihr seht ja hier, man wird also nicht viel erkennen davon, müssen wir die in Vektorgrafik umwandeln, das geht über Pfad, Bitmap vektorisieren. Wir tun das jetzt einfach mal aktualisieren, das sehen wir, wie es aussieht. Wir müssen hier entlang des Helligkeitswertes noch ein bisschen nach oben gehen. Wir gehen mal ganz nach oben, gehen eins runter. Das dürfte es dann nämlich schon sein. Ne, das ist zu viel. Okay. Die vektorisierte Grafik liegt jetzt oben drauf. Die andere brauchen wir nicht mehr. Dann schieben wir die in etwa auf unsere Grafik. Passen die ein bisschen an. Damit man einfach ein bisschen mehr erkennt.
So, dann selektieren wir uns das darunterliegende blaue Viereck, drücken STRG D, duplizieren das also, selektieren es wieder, selektieren mit der Shift-Taste unsere Explosion dazu und jetzt über Pfad, Überschneidung oder STRG plus Sternchen schneiden wir es dementsprechend aus. Was man hier jetzt bei mir sieht, sind reine optische Täuschungen, das schafft mein Grafikprozessor einfach nicht mehr. Dann geben wir dem ein dunkles Blau. Ah, jetzt geht's wieder. Passen das Blau entsprechend an. Sollte mal, ja, das passt gleich. So, dann setzen wir es mit der Bildabwärtstaste nach unten. Ups. Selektieren das Blaugraue noch einmal, duplizieren es wieder, es liegt ganz oben drauf, dem geben wir jetzt eine entsprechende Konturlinie und rauben die Füllung, setzen es ebenfalls mit der Bildabwärtstaste 1 nach unten und hätten jetzt auch noch einen Rahmen um unsere Grafik, genauso. Das Ganze können wir dann schon wieder gruppieren, wenn wir das wollen. Grause mit dem optischen Täuschung heute. So, dann tue ich hier noch ein klein paar Steine hinzufügen. Das mache ich einfach, indem ich wieder Bezirkurven und gerade Linienzeichen wähle und hier einfach ein paar unregelmäßige Objekte zeichne. Das fülle ich mit einem dunklen Braunton, mache davon ein Duplikat. Setze das ein bisschen und wähle das untere und fülle es mit einem noch dunkleren Braunton. So, vielleicht sollten wir das ein kleines bisschen drehen. So. Das tun wir gruppieren. Schon hätten wir unsere fliegenden Steine gemalt. Das sind nämlich gleich mehrere, denn wir duplizieren das einfach. Passen das einfach an der Größe an. So. Hier müssen wir auch nicht darauf achten, dass es gleichmäßig skaliert wird. Drehen das ein bisschen, dass es noch weniger auffällt, dass das die gleichen Figuren sind. So, das duplizieren wir einfach. Das ist manchmal mit der Autokopierung ist nicht so toll. Das kann ein bisschen größer sein, das auch. Ja, eigentlich ist es jetzt nur noch reine Fleißarbeit. Hier ein paar Sterne, ein paar Steine hinzuzufügen. Im Großen und Ganzen ist unsere Grafik nämlich schon fertig. Aber wir machen mal noch die ein paar Steinchen. So. Das gefällt mir gar nicht, was gerade passiert ist. So. Schon wäre unsere Grafik fertig. Und das war das erste Video-Tutorial.